Ja, hallo meine Keksteig-Vernascher und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja, heute traue ich mich nochmal und teste nochmal Keksteig-Pralinen für euch. Ja, es gibt sie gerade in der Aktion bei Penny. Ich habe ja schon mal die normalen Cookie-Dough-Pralinen für euch getestet von Herr Loren. Die fand ich richtig kacke, also die fand ich gar nicht so gut. Hier haben wir jetzt einmal die Cookie Dough Bites, wie gesagt von Penny, eine andere Marke von Mike Mitchells. Und wer weiß, es kann eigentlich nur besser werden. Und wir wollen mal probieren. Keksteig ist ja gerade so der Hit. Einfach mal zwischendurch Keksteig naschen. Und ich bin sehr gespannt. Riechen tun sie schon mal gut, ja, nach Schokolade. Und ich beiße jetzt hier mal rein. Und der Keksteig auch wieder sehr, sehr weich. Ich hatte sie nicht im Kühlschrank. Ihr seht das hier. Die Schokolade außenrum ist sehr, sehr lecker. Das ist eine sehr, sehr leckere Vollmilchschokolade. Gefällt mir auf jeden Fall besser als bei den anderen Keksteigpralinen. Nichtsdestotrotz, die Keksteigfüllung, die ist einfach nicht so was für mich. Ja? Also sie schmeckt auf jeden Fall besser als bei den anderen Keksteigpralinen, die ich getestet habe von Halloren. Ich habe das Gefühl, die schmecken ein bisschen süßer. Ja, dieser Keksteig. Er schmeckt jetzt nicht ganz nach Keksteig. Er schmeckt eher so nach einer cremigen Mousse. Und ich finde auch, dass hier der Keksteig gar nicht so im Vordergrund ist, sondern mehr die Schokolade außen drum, ja, weil die kommt geschmacklich echt richtig durch. Und die hat auch noch im Abgang, also sie bleibt immer noch schön vorhanden. Also der Schokoladengeschmack bleibt echt noch schön vorhanden. Und die Schokolade ist auch sehr, sehr dick und sehr, sehr knackig, auch wenn man sie nicht im Kühlschrank hat. Ich würde diesen Keksteigpralinen hier 7 Punkte geben. Ja, sie gefallen mir, wie gesagt, besser als die anderen. Ist jetzt nicht unbedingt meine allerliebste Lieblingssorte, aber ist ganz okay. Ja, sie schmecken eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ist jetzt nicht das Highlight. Für Leute, die jetzt nicht auf Keksteig stehen, ihr könnt sie ja trotzdem mal probieren. Wie gesagt, das ist eine sehr leckere Schokolade. Und auf jeden Fall, ja, ein kleiner, leckerer Pralinen-Snack für zwischendurch. Ich würde sie auch mal geil finden, wenn es die mit weißer Schokolade außenrum geben würde. Oder ich starte nochmal durch mit einer neuen Idee und entwickle das. Wer weiß. Und ja, schaut euch auch gerne meine anderen Keksteig-Videos an. Abonniert hier oben meinen Kanal. Und wir sehen uns, Leute. Tschüss!